Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr kennt häufig mich hier sitzend, dass ich Videos drehe bzw. ein Video für euch gedreht habe, wo ich euch ja Pflanzen, Zimmerpflanzen vorstelle oder auch andere Sachen mit euch hier gemeinsam an dem Tisch, an dem Platz gemacht habe. Das wird so in Zukunft nicht mehr möglich sein. Ich habe jetzt hier für das Video natürlich einen Titel gewählt, der schon recht reißerisches, vielleicht auch ein bisschen in die Richtung Clickbait geht. Es ist aber so, dass man mit negativen Titeln mehr Zuschauer erreicht als mit was Sachlichen oder Positiven. Leider muss man sagen, ist das so. Warum kann ich hier keine Videos mehr drehen? Wieso geht das nicht? Meine Lebenssituation hat sich verändert, das wisst ihr ja auch. Ich bin Vater geworden und es ist einfach so, dass ich jetzt hier nicht mehr die Möglichkeit habe, in Ruhe Videos zu drehen. Mein Sohn ist natürlich hauptsächlich hier bei uns im Wohnbereich. Das kann man auch so ein bisschen sehen. Wir haben hier seinen Sitz, dann hat man immer mal ab und zu auch irgendwo auf dem Boden Bauklötze etc. rumliegen. Man legt auch schnell mal hier was auf den Tisch ab. Und es ist einfach zu aufwendig, zu schwierig geworden, da drumherum zu arbeiten und meine Videos zu machen. Deshalb muss ich was ändern, damit ich weiterhin hier meine Videos auch drehen kann. Denn ich habe natürlich nicht vor, aufzuhören. Da kann ich euch gleich beruhigen. Es geht hier bei mir auf jeden Fall weiter, nur halt anders. Nicht mehr an dieser gewohnten Stelle hier, weil ich einfach hier nicht die nötige Ruhe finde und natürlich auch vor allem nicht mehr den Platzbedarf habe, weil einfach jetzt ich hier weichen muss. Ich habe nicht die Möglichkeit, hier eine Beleuchtung mehr wirklich hinzustellen. Die bleibt dann auch nicht an Ort und Stelle stehen, vor allem wenn ja Kind und Kegel hier durchlaufen. Ich möchte auch nicht, dass mein Sohn jetzt hier irgendwo im Hintergrund spielt und in der Kamera drin ist. Weil mir ist es nämlich persönlich sehr wichtig oder uns ist es persönlich sehr wichtig, ich spreche auch für meine Frau mit, dass unser Kind hier nicht bei YouTube vermarktet wird. Wir möchten kein Geld mit unserem Sohn verdienen, wir wollen keine Likes mit unserem Sohn verdienen. Wir wollen einfach, dass er unbeschwert aufwächst und nicht irgendwo im Internet zu sehen ist, ohne dass er es möchte. Das Internet vergisst nicht. Wenn ich mich jetzt hier bei YouTube zeige oder meine Frau, wir sind erwachsene Leute, wir können das entscheiden und können das für uns auch selbst verantworten, aber unser Sohn kann das halt aktuell noch nicht. Und solange das so ist, wird er hier bei YouTube oder allgemein im Internet nicht zu sehen sein. Ich weiß, Kinder bringen Klicks, Kinder bringen Likes und dann am Ende natürlich auch Geld. Ich könnte sehr viel Geld damit machen, aber das ist es mir nicht wert. Und deshalb muss ich halt was ändern. Und da möchte ich euch einfach mal informieren und zeige euch, was ich schon gemacht habe und nehme euch gleich mal mit auf meine kommende Baustelle, was ich nämlich machen werde. Ich werde nämlich ein richtiges YouTube-Studio einbauen oder entwickeln oder im Keller bauen, wo dann in Zukunft Videos gedreht werden, wo ich die Qualität verbessern kann, wo ich eine feste Beleuchtung hinmachen kann. Ihr seht es jetzt vielleicht auch so ein bisschen duster. Ich habe jetzt hier die Beleuchtung gar nicht aufgebaut. Und ich möchte einfach meine Qualität nochmal ein Stück weiter anheben. Und das geht natürlich auch nur, wenn ich einen Raum habe für mich, wo ich in Ruhe die Videos drehen und produzieren kann. Und schneiden mache ich meistens nur noch am Laptop, mache ich vielleicht auch weiterhin hier. Aber davon kriegt ihr ja in der Regel gar nichts mit. Das ist die Arbeit dann hinter der Kamera, die stattfindet, was viel, viel mehr Arbeit eigentlich macht, als das eigentliche Video zu drehen, der Schnitt. Aber das ist eine ganz andere Sache. Ich will aber auch nicht jetzt hier weit abschweifen. Ich nehme euch einfach mal mit und zeige euch, was es schon Neues zu sehen gibt und was in Zukunft noch kommen soll. Vorher gucken wir aber noch mal einmal raus. Bei uns hat es heute so schön geschneit. Schreibt mal rein in die Kommentare, wie das bei euch aussieht. Heute 31. Januar. Das Video kommt auch aktuell. Richtig schön Schnee, aber man hört schon so ein bisschen tropfen. Ich denke mal, das taut auch alles wieder weg. Haben muss ich es jetzt unbedingt nicht. Aber im Sommer wird übrigens weiter natürlich auch viel draußen gedreht, im Garten und so. Da ist einiges geplant, da wird auf jeden Fall ordentlich was kommen. Aber ihr seht gerade, draußen bei dem Schnee, da geht das natürlich nicht. Und deshalb gucken wir jetzt erstmal hier in meiner neuen Kulisse, die ich bereits gemacht habe. Dies allerdings hauptsächlich für den Zweitkanal. Da mache ich so ein bisschen Social-Media-Sachen, Technik-Sachen, die jetzt hier auf dem Hauptkanal nichts verloren haben. Wir gucken einfach mal rein. Wir kommen mal rein hier jetzt ins Büro sozusagen, wo ich auch manchmal schneide. Da zeige ich euch jetzt aber die andere Ecke nicht. Da habe ich nämlich nicht aufgeräumt. Sind wir einfach mal ehrlich, es ist so. Ich habe mir hier eine Enterprise geholt, die habt ihr auch schon gesehen.
ein schönes Modell, was unter der Decke hängt, und weil ich das einfach nicht so lieblos haben wollte, von einer weißen Tapete habe ich mir hier einfach noch eine Fototapete dran gemacht, und zwar mit Weltraum, und das dient jetzt als Kulisse für meinen Zweitkanal, den ich euch hier auch an der Stelle einfach mal verlinke, könnt ihr auch gerne mal nachschauen. Da kommt eigentlich im Prinzip alles, was hier auf meinem Hauptkanal nicht so wirklich Platz findet. Das ist das eine, was ich schon gemacht habe, und jetzt werde ich euch das andere zeigen, was ich noch mache, nämlich hier für meinen Hauptkanal, wo ich dann Videos über Gartenthemen machen kann, alles was man so drin macht, wo ich Videos über Pflanzen, Zimmerpflanzen machen kann oder aber halt auch einfach andere Sachen, die hier auf den Hauptkanal kommen. Dazu müssen wir jetzt einmal in den Keller gehen, das ist jetzt eine riesen Baustelle. Wir schauen da einfach mal rein. Hier übrigens auch eine riesen Baustelle gewesen. Ich mache mal das Licht an. Das ist jetzt fertig. Hiermit bin ich fertig. Das ist unser Heizungskeller. Das habe ich alles tapeziert. Ich habe die Decke neu gemacht, abgehängt. Das waren so ein bisschen gerade meine Aufgaben. Man kann ja immer nicht so viel machen. Corona ist ja immer noch da. Und dann mache ich halt gern solche Sachen. Ich habe das Badezimmer renoviert. Jetzt während der Pandemie. Ich habe hier den Keller gemacht. Ich habe das Dojo gemacht, unseren Trainingsraum. Also immer was gemacht. Hier geht jetzt leider das Licht im Keller nicht an. Da ist nämlich der Schalter kaputt gegangen. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal ohne Kamera hier runter. Ihr werdet eh nichts sehen, bevor ich hier runterfalle. Und dann zeige ich euch gleich, wie es in der Baustelle weitergeht, wie es da aussieht. So, Licht an. Hier sind wir drin. Ja, hier könnt ihr jetzt den Kellerraum sehen. Wir haben hier so ein Südfenster. Die Kamera fokussiert gerade, da ist sie wieder. Wo ich auch ein paar Pflanzen immer überwintere. Und was passiert hier in dem Keller? Ihr könnt hier aktuell noch eine weiße Wand sehen. Das Handy hat ein bisschen Probleme mit dem, das ist nicht das Handy, die Kamera hat ein bisschen Probleme mit den Lichtverhältnissen hier. Das wird natürlich alles geändert. Hier ist auch noch eine Leuchtstoffröhre kaputt. Die flackert auch leider ein bisschen. Das wird alles neu gemacht. Hier kommt ein anderer Boden rein, die Wand wird verkleidet, und zwar hier mit diesen Gipskartonplatten. Die habe ich mir jetzt alle schon gekauft, ein paar hatte ich noch, die liegen noch in der Garage. Hier habe ich das weitere Material dazu. Ich werde hier eine Verlattung an der Wand dran machen, werde die Gipskartonplatten dann einmal davor schrauben und werde das Ganze dann einfach nett tapezieren mit einer Fließtapete, sodass das gut aussieht. Kaufe mir ein paar Möbel, die ich hier hinstellen kann, ähnlich wie oben, nur ein bisschen anders. Und ja, kann dann hier in Ruhe im Keller meine Videos drehen, kann hier eine Beleuchtung hinmachen, muss das nicht immer auf- und abbauen. Das spart für mich einfach auch Zeit, Zeit, die ich dann auch wieder mit der Familie nutzen kann. Und ich kann aber hier wirklich in Ruhe, ohne Nebengeräusche, ohne dass das Baby, ja, rum erzählt. Er ist gerade so in der Phase, wo er gerne erzählt. Da kriegt man ohnehin keine Ruhe. Oder auch vielleicht mal schreit. Auch Snoopy läuft hier nicht durch die Gegend. Das habt ihr vielleicht auch immer mal in den ein oder anderen Video gesehen, wo es so tap tap taps ist. Man sieht ihn dann manchmal auch im Hintergrund. Finde ich persönlich nicht störend, aber es gibt tatsächlich Leute, die stört das. Hier im Keller ist es aber auf jeden Fall so, dass ich absolute Ruhe habe und absolut in Ruhe drehen kann, habe meine feste Kulisse, und alles, was ich dann quasi nicht draußen machen kann, wird in Zukunft für meinen Hauptkanal hier stattfinden und für den Zweitkanal dann hauptsächlich oben mit der Weltraumtapete, wenn es um Techniksachen geht. Das ist eigentlich so, was ich euch mal informieren wollte. Ich werde auch hier das ein oder andere Video mit Sicherheit machen, vielleicht wie ich die Wand verkleide etc. Da fällt mir bestimmt noch das ein oder andere Tutorial ein, wo ich euch auch hier mit der Kamera gern wieder mitnehme, wo ich euch zeige, wie ich das mache. Muss nicht immer sein, dass das alles richtig ist, aber am Ende funktioniert es und ja, sieht manchmal dann doch gar nicht so schlecht aus. Mit dem Vorkeller jetzt, den Heizungskeller, bin ich zufrieden. Mit dem Badezimmer, was ich selber gemacht habe, bin ich auch zufrieden. Man spart einfach jede Menge Geld, wenn man es selbst macht. Und man muss sich nicht irgendwie auf Handwerker verlassen, die am Ende einen dann doch wieder sitzen lassen. Und so mache ich es, so sieht es aus. Und wer das sehen möchte, kann es sich angucken. Und ich bin natürlich dann auch immer gern für Tipps offen, wenn jemand sagt, hey, warum hast du das nicht so oder so gemacht? Und da kann ich auch am Ende dann, wenn ich sowas in den Kommentaren lese, natürlich nur dazulernen. Das ist das, was ich euch einfach mal sagen wollte. Wir haben heute den 31.01. Ich drehe das Video relativ früh morgens. Wird jetzt im Laufe des Tages kommen. Bald geht es dann auch wieder los im Garten. Ich habe jetzt schon so ein bisschen was vorgeplant und auch produziert. Also da kommt auf jeden Fall was. Seid gespannt.
Und ich habe auch ganz viele Projekte, die jetzt noch kommen, die ich abdrehen muss. Da will ich aber auch noch nicht so viel zu sagen. Kann ja auch immer noch mal was schief gehen oder es klappt dann am Ende doch nicht. Und dann ist es immer doof, wenn man es vorher schon versprochen hat. Also, so zur aktuellen Lage bei mir. Ich mache natürlich weiter mit YouTube. Ich denke gar nicht daran aufzuhören, um Gottes Willen. Aber so, wie es jetzt in den letzten Monaten war, geht es halt mit den Videos nicht. Ich kann es einfach nicht mehr, dass ich da drumherum arbeite, dass ich erst ein bisschen aufräumen muss, aufbauen muss. Und dann auch zusehen muss, dass vielleicht der Kleine schläft oder meine Frau gerade mit ihm spazieren geht oder irgendwo anders unterwegs ist und ich dann Videos drehen kann, wie nämlich zum Beispiel jetzt gerade, meine Frau ist nicht da, die ist zu einer Freundin gefahren und dann nutze ich immer die Chance, wo ich die Kamera nehme und dann wird durchgedreht, also nicht durchgedreht im Sinne, sondern Videos durchgedreht, ich drehe dann das ein oder andere Video, habe dann wieder ordentlich was im Schnitt liegen, wo ich dann wieder schneiden kann, wenn ich Zeit habe und ich kann einfach besser planen, wenn ich hier meinen festen Ort habe, wo ich in Ruhe drehen kann und das ist eigentlich das, was sich ändert, mehr nicht und ich hoffe, es gefällt euch. Schauen wir mal, was wir jetzt hier hin machen. So genau farblich habe ich mich noch nicht entschieden. Möbel habe ich schon teilweise noch welche, die wir hatten, weil ich jetzt nicht zu viel Geld dafür auch ausgeben möchte und kann. Habe mir aber auch was Neues gekauft. Das werdet ihr dann alles hier dann auch sehen. Und ich werde die nächsten Tage dann loslegen, die Lattung dran bringen. Dann kommen die Gipskartonplatten gegengeschraubt. Dann muss das einmal verspachtelt werden, kurz abgeschleift werden. Dann wird es tapeziert. Und dann kommt hier unten noch ein Fußboden rein, der dazu passt. Dann werden die Möbel aufgebaut, die ich teilweise schon habe oder aber auch noch drauf warte auf die Lieferzeiten. Das dauert ja mal alles irgendwie gefühlt elendig lange. Und dann muss man hoffen, wenn sie kommen, dass sie auch heile sind. Ihr kennt das ja, war ja nicht das erste Mal. Und dann ist im Prinzip der Raum fertig. Dann kommt noch ein bisschen Beleuchtung rein und dann kann ich hier immer in Zukunft in Ruhe mit euch meine Videos drehen. Das war's, was ich euch sagen wollte. Ich hoffe, es hat euch hier gefallen, das Video. Lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Wer es noch nicht hat, kann auch gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren. Es kommen wirklich wieder richtig coole Gartenthemen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr dabei seid. Also macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.